One of the challenges that we have in coordinating a project like this internationally is to keep the same educational program and evaluation protocol in place in these vastly different contexts which we are working. Policy experimentation is about finding out what works and being able to document how and what is going on. YouthStart is about stimulating innovative policy dialogue, development, and implementation. We count with NGO leadership and support with the direct involvement of top-level public authorities in education. We have a knowledge exchange in the field of education, training, and youth. We're about innovating new ways to teach and new ways to learn. Das YouthStart-Programm zeigt Ihnen, dass wir gearbeitet haben auf Basis eines Drei-Ebenen-Modells für Entrepreneurship. Wir nennen das das Trio-Modell. Das Trio-Modell umfasst auf der ersten Ebene die Core-Entrepreneurship Education. Da geht es darum, dass man eigene Ideen entwickelt und lernt, wie man diese umsetzen kann. In der zweiten Ebene, der Entrepreneurial Culture, geht es darum, dass man ermutigt und inspiriert. Die dritte Ebene ist die sogenannte Entrepreneurial Civic Education. Wir wollen doch keine Jugendlichen unterstützen in der Entwicklung, die nur eine Ellbogenmentalität haben, sondern wir wollen Jugendliche unterstützen, dass sie auch sehen, sie können in der Gemeinde, in der sie leben, in der Gesellschaft, in der sie teilhaben, auch etwas bewegen. Im Schülermaterialien ist eine Menge von Assessments enthalten. Alle Challenges zum Beispiel haben ein Self-Assessment. Und das andere ist eine Challenge, die vielleicht einen etwas irritierenden Namen hat. Wir nennen sie Be a Yes Challenge. Und das heißt für uns, sag zu dir selbst und zu deiner Umgebung Ja. Also es geht darum, die Menschen, die jungen Menschen zu ermutigen, an sich zu glauben, ihre Stärken überhaupt einmal wahrzunehmen und an diesen Stärken weiterzuarbeiten und wegzukommen von dieser doch manchmal sehr starken Defizitorientierung im Unterricht. Also wenn man von einem Prof Mathe kommt, dann war ich ganz zufrieden und glücklich, dass ich ein bisschen aufwissend während der Schulzeit war, dass ich nicht immer Mathe auf Französisch war, auch ein bisschen so Kreativität erfordert. Os desafios feitos em certas disciplinas, por exemplo, como a contabilidade ou a economia geral, permitem aos alunos de desenvolver certas novas ideias, novos produtos que eles querem apresentar ao mercado. Por exemplo, na contabilidade, eles têm então a possibilidade, na prática, de adaptar e de calcular o preço de venda de um produto ou de serviço que eles querem propor. Eles têm, por exemplo, adaptar um plano de negócios, ver, por exemplo, entre o rendimento geral e o rendimento descontado e afinal, concluir se o produto deu algum lucro ou não. Man muss dann allein eins gehen, und das ist gut für Hanno, später in seinem Leben, zu wissen, wie mehr viel soll gehen. Ich persönlich und mein Hero Challenge ganz flott fand, weil es war eine coole Erfahrung. Wir hatten dann die Möglichkeit, mit unserem Hero zu sein. Bei einem Entrepreneurship-Projekt sind Formation und Information fundamental. Das ist ganz wichtig, dass ein Enseignant von vier Jahren weiß, um was es geht, dass ein von vier Jahren weiß, dass Entrepreneurship nicht unbedingt nur etwas mit Ökonomie zu tun hat, sondern dass Schiedverein Entrepreneurialkompetenz bei den Schülern kann fördern. Wenn man im Challenge-Programm an die Schule geht, sind Reaktionen ganz verschieden. Verschiedene Leute verstehen nicht direkt, wie sie sollen den Challenge-Programm umsetzen an ihrer Klasse. Dafür sind natürlich die Formationen gut. Alle Enseignants kriegen alle Challenge erklärt. Und danach geht man an die Klasse, kann den du umsetzen. Auch spätestens bei der Umsetzung vom Challenge an der Klasse sehen sie, dass das für ihre Schüler etwas Flottes ist, dass das etwas ist, was die Schüler immens gerne machen. Sodass die Reaktion am Allgemeinen auf das Programm immens positiv ist. Aber es soll in der Woche nicht vergessen, dass die Geschichte von der Menschheit irgendwie auch immer die Geschichte vom Entrepreneuriat ist. Ich meine, ich denke nun an wirtschaftlichen Entrepreneurship, ich denke nun kreativ denken und handeln, die Exploration von neuen Wegen, von neuen Terrain, alles das ist auch Entrepreneurship. Und das sind Veränderungen, die passieren nicht einfach so, mit denen Leute eine Idee zu gründen, viel Planning, aber vor allem ganz viel Erfolg. Ao nível dos professores, que inovam na definição das estratégias, das metodologias e dos procedimentos pedagógico-didáticos que utilizam nas suas práticas letivas, nas suas abordagens pedagógicas, em contexto de sala de aula. O projeto tem professores de mais de 25 grupos de recrutamento,
das políticas públicas de educação, pretende-se testar uma abordagem pedagógica que visa oferecer mais ferramentas aos alunos e reforçar as suas competências transversais. So als Ziel als Schule, also dem Schüler, egal auf welcher Formation hinaus, den höchstmöglichen Diplom mit auf den Weg zu gehen. Durch die Realisation von all den Challenges vom Entrepreneurship gehen wir hier ganz viel Utile mit auf den Weg. Angefangen von ökonomischen Kenntnissen, rüber zu menschlichen Valoren bis zu einem ökologischen Bewusstsein. Am Mengen an als Entrepreneurship eine Natur für die Schule, aber auch für die Schüler. Ravnatelji so zelo pomembni, imajo zelo pomembno vlogo v umeščanju katerega koli programa. Še posebej pri Youth Startu, kjer smo umeščali podjetnost, je pomembno zaradi tega, ker je potrebno spodbuditi pravo okolje, izbrati prave učitelje, jih spodbuditi, jih spremljati, prenašati dobre prakse na vse ostale učitelje. In to se je tudi zgodilo med tem programom, kjer smo v šolo vnašali prakse, jo odpirali v okolje, jo povezovali z različnimi akterji, predvsem pa je njihova vloga tudi zelo pomembna pri komunikaciji z starši, pri komunikaciji tega programa. Ostalim učiteljem predstavitvi izpostavljanju tistih dobrih praks, ki so se zgodile med samim projektom. Voor het onderzoek op de basisschool wat altijd lastig is om goed te meten wat de kinderen daadwerkelijk leren van dit lesprogramma. We maken gebruik van vragenlijsten waarbij de leerlingen zelf moeten invullen en antwoord geven op bepaalde vragen. En je ziet dat sommige leerlingen moeite hebben om bepaalde vragen te begrijpen. I utbildningssystemet är det väldigt viktigt att vi testar saker för vi rullar ut det i full skala. Och det är det vi gör i det här projektet, är att vi gör en pilot där vi testar det i många olika former av kontexter och många olika former av skolor för att se hur det påverkar olika studenter med olika bakgrunder. Resultat på att det fungerar, det kan vi säga att studenterna de bygger entreprenöriella kompetenser. Inte bara deras tillit till att starta företag utan också kompetenser såsom att hantera osäkerhet, att vara kreativ och att organisera resurser. Vilket är viktigt i många fler kontexter, inte bara när man startar företag. Vad vi också kan se är att de tycker att det här är väldigt motiverande och kul, den här typen av undervisning. Så vi kan se att de får högre skolengagemang och blir mer motiverade i sin undervisningsprocess.